Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim TCG Card Shop Simulator. So, ein bisschen habe ich weitergespielt. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. 2,50. So. Mal gucken, wie es heute läuft. Ich habe ja mit euch noch das Regal beim letzten Mal gekauft. Wir haben jetzt halt um die 1000 in der Kasse. 22,50. Und ich würde gerne mal eine Stufe weiter ausbauen und vielleicht auch mal was anderes noch freischalten. Und das werden wir auch gleich machen, weil ich nämlich glaube, je größer das Ganze, desto besser. Also wir haben jetzt aktuell 42 Kunden pro Tag. Wir bauen jetzt mal aus. So. Wunderschön. Ja, das sind tatsächlich noch mindestens zweimal Ausbau, ne? Das ist nicht viel, was hier ausgebaut wird, also da musst du wirklich tief in die Tasche greifen, um den Laden hier zu vergrößern, aber gut. So, was auf jeden Fall ein gutes Geld bringt, das sind ja die Tische, also die, wenn erst einmal stehen, die sind immer irgendwie gefüllt, das ist ganz gut. Karten habe ich natürlich noch ein paar aufgemacht, ich habe mir jetzt extra hier einen Karton her, dass ich da immer wieder mal aufmachen kann. So, du musst jetzt warten, sorry. Schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Ob ich dann auch ein paar Doppelte dabei habe, die ich dann verkaufen kann, die vielleicht ein paar Euro bringen. Mal schauen. So, 0. Und ich möchte eben, wie gesagt, noch was freischalten. Jetzt mal gucken. Das ist ja im Grunde nur die gleiche Box. Also man spart sich da ja auch nichts, wenn man jetzt hat, ob man jetzt das einzeln kauft oder den großen Pack. Das Einzige, was man sich spart, sind vielleicht Versandkosten dann, weil man einfach ein bisschen mehr auch bestellen kann. Aber ich würde mal sagen, dass wir auf, was gehen wir denn? Kartenhüllen, Lizenz, 500 kostet die Lizenz halt gleich, ne? Und das Tierchen kostet auch gleich 500, aber ich glaube, dass wir mit den Stofftierchen, wenn wir die freischalten, einfach ein bisschen mehr Gewinn machen können. So, 2,50. Ja, Stinker. Jawohl. Wie sie alle zucken, ne? Das ist zu schön. Aber es ist einfach auch ein bisschen zu viel. Also da, ob ich jetzt halt hier durch einen Laden renne und Müll aufsammle oder ob ich durch einen Laden renne und Leute besprühe mit so einem Zeug, kommt im Grunde aufs Gleiche raus. Also es ist einfach ein bisschen übertrieben, muss ich jetzt sagen. Aber ist schon okay. So, Figur, ich würde sagen, wir machen einfach mal den Pygmy. Den schalten wir mal frei. Der kostet 122, sind 12 Stück drin. Einzelpreis 10,19 €. Wow, 122. Boah, was kaufe ich denn da noch dazu? Ich weiß nicht, ob das im Warenkorb bleibt. Die Packungen gehen auch recht gut. Moment, da bestelle ich jetzt mal noch eine Packung davon mit. So, kaufen. Passt. Also die gehen wirklich gut. So, schauen wir mal, die Pygmies. Genau, einfach da mal hinstellen, bitte. Schauen wir mal, Marktpreis. Wir machen plus 2 mal 10%. 23,23 €. Wir machen einfach mal 23. Das ist ein schönerer Preis. Gucken wir mal, ob die Leute sagen, das ist zu teuer oder ob sie nehmen oder nicht oder wie auch immer. Sie nehmen. Okay, dann können wir mit den Dingern vielleicht noch ganz gutes Geld machen. Aber was haben wir gesagt, ist der Gewinn? 12,81 €. Hör endlich auf, Dollar zu sagen. Das ist ja schrecklich. So. Wenn wir die nächsten 200 haben, können wir vielleicht auch mal noch einen weiteren Tisch hinstellen. Box ist leer. €12,50 der Herr. Ups. Halt.
Einmal den Karton. So. Was habe ich da noch stehen? Habe ich da noch Spray? Ja. $154, da können wir eigentlich noch mal einen Karton kaufen. Zubehör. 79, ja doch, kaufen wir gleich zwei. Tut zwar auch immer ein bisschen weh, aber wir verdienen ja wieder gutes Geld. Einmal 5, so. Ups, man kommt manchmal hier nicht durch, ne? So, ich bin dann mal gespannt, ob ich wieder irgendwo oben stecken bleibe oder sowas, wenn ich über die Tische hüpfe. War auch schon mal passiert. Ich hab ein bisschen Bedenken, dass es eben nicht gekauft wird, weil es vielleicht zu viel ist. Gehen wir mal lieber noch auf 22, da machen wir immer noch genug Profit. So, mach mal auf. Und dann schauen wir auch mal durch. Weil es sind ja mittlerweile sehr, sehr viele Karten, die ich habe. Holla. 37 zurück. Das sind 113. Ja, es sind schon ein paar der... Oh, 101. Cool. So. Schauen wir mal. Buch. Einmal auf Preis. Oje, mach zu. So. Gucken wir mal. Wir sind auf Seite 1. Wir haben hier... Oh ja, da ist eine doppelte. Schauen wir mal, was die bringt. 11,30. Marktpreis 2x10%. Da haben wir noch eine. 10,60. Marktpreis. Jetzt machen wir mal 3x10%. Bin mal gespannt, ob die gekauft wird. Die wird nämlich gerade hier gekauft. 6,33. Bitteschön. Okay, ist 21 Uhr. Der Stinker kommt nicht mehr rein. Bin mal auf die Abrechnung gespannt. Also ich glaube, jetzt wird sich noch nicht viel ändern von der Anzahl der Kunden her, weil das ja schon spät war. Das war ja schon 17 Uhr oder so, als ich den Laden ausgebaut habe. Dann glaube ich nicht, dass da sehr viel passieren wird. Also, dass jetzt halt unbedingt nicht mehr Kunden da sind, aber am nächsten Tag wird man dann mit Sicherheit merken. So, Leute, macht mal hin. Das habt ihr gehört, ne? 5,78 für jeden. Mann, das ist teuer. Okay. Ja, der D20-Würfel, der wird oft gefragt. Na gut. Wenn das jetzt zu teuer ist, dann mache ich es doch so. Marktpreis 2x10. Und da gab es bis jetzt keine großen Probleme. Mal abwarten. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Karte selbst zu tun, wie teuer die ist. Weil 10% dann auf eine teurere Karte ist natürlich schon einiges. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Tisch. Wir schnappen uns mal den Tisch. Ja, warum nicht? Warte mal, das ist eigentlich nicht so toll, wenn das da dran snappt. Solange das grün ist, sollte es ja kein Problem sein, ne? Ah, naja, da ist die Vitrine im Weg jetzt, ne?
können wir einen langen Spielertisch machen. Vielleicht schaffen wir es auch, dass wir am nächsten Tag schon nochmal ein Stück Wand oder sowas freischalten. Das ist schön, wie das da dran snappt. Also man kann das dann richtig schön nah aneinander stellen, ne? So, machen wir mal auf, bis die zwei fertig sind. Okay. Aber es wird auf jeden Fall seltener jetzt mittlerweile. Oh, 14,42 von jedem. Das ist nicht schlecht. Wenn ihr jetzt halt noch was einkauft, dann ist super. Packaholic. Open über, also über 20 Packungen öffnen. So, was haben wir hier? 19, danke. Und der hat die Karte anscheinend auch genommen. Nur die Karte, okay. Ist mir auch recht. 7,17. 7... Da kriegst du 27. Passt dann schon. Ein bisschen Geschäft haben wir ja damit gemacht, ne? So, einmal beenden. 47 Gesamtbesuch, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da schon ein paar mehr kommen. Schauen wir mal. So, einmal open, einmal aufs Handy, einmal Rechnung. Das sind jetzt 154. Ja, ist klar, das steigert sich natürlich auch, ne? Dann würde ich sagen, kaufe ich mal drei von diesen Packs. Das sind nochmal 147. Dann auch hier vielleicht noch eine. Sind wir bei 195 plus den Versand. Ja, das passt schon. Greif ruhig zu. Das passt schon. Pfui, der Gestank. Wer, was, wo? Oh Gott. Den habe ich jetzt nicht mitgekriegt. So, jetzt. Gut. zack. Die Dose kann man echt leer machen, ne? Und da reinstellen. Ups. Ich habe den Karton weggeschoben. Einmal 39 bitte. Einmal die 6 zurück. Das ist mein Karton. Das ist komisch. Ich habe die reingestellt und der erste hat sofort zugeschlagen, als ich diese Piggies drin hatte. Und jetzt nimmt keiner, ne? Warum habe ich da eigentlich ein 32? Na gut, wegen dem Geld, ne? Ich konnte gar nicht mehr nehmen. So, schauen wir mal. Was hast du? 0 zurück. Dann gucken wir mal hier weiter. Ist da noch was dazu gekommen? Nein. Da haben wir den. 4,80 Marktpreis zweimal. Irgendein Stinker da? Nein. Dann er hier. Also man braucht auf jeden Fall Geduld für das Spiel. 5 zurück. Und es ist gut, dass das so schön klappt, dass da keiner hängen bleibt oder sowas. Dass sie halt eher mal durch die Wand oder sowas durchlaufen, bevor da irgendwas passiert mit hängen bleiben. Finde ich gut. Fairer Preis. Preis ist in Ordnung. Ein wenig teuer. Aber es gibt trotzdem Leute, die zugreifen. Also passt es dann schon mit dem Betrag. 14,40.
So, habe ich da noch was? Nee. Aber da kommt ein Stinke. So, zwei Picklies. Wunderschön. 11. Das ist ein sehr gemütliches Spiel, ne? Muss man wirklich sagen. 1. So, schauen wir gleich das nächste. Wenn es jetzt bloß niedrige Beträge sind, aber im Grunde ist es nicht schlecht, noch ein paar Euro nebenbei zu machen. Der da noch. 5,17. 4,80, okay, der ist auch billiger geworden. 5,81, dankeschön. Das mit dem Event habe ich eben noch nicht so ganz kapiert, ne? Wir müssten, möglicher Effekt am nächsten Tag steht ja immer da. Also ich kann jetzt halt nur hoffen, dass dann vielleicht am nächsten Tag der Preis mal ein bisschen nach oben geht für die Sachen. 3,96, Marktpreis, zack. Dann haben wir hier ihn hier noch. Ist ein wenig teuer. Aber hier habe ich jetzt noch nicht gesehen, zu teuer. Da steht immer fairer Preis oder sehr häufig fairer Preis. 20 Cent. Wunderbar. Ja, gleich vorbereiten. So, gleich die nächste Packung. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich den teuersten ein zweites Mal bekomme. So, Servusle. Die Karte, passend gezahlt, wunderschön. Nochmal Stinker. Voll neiglaufen mit Spray, ne? Oh Mann. Ja, insofern denke ich da schon drüber nach, ne, ob ich nicht die 500 Dollar investieren soll. Aber andererseits lieber mit dem Spray romantieren und die 500 Dollar für den nächsten Ausbau oder sowas nehmen. Weil das ist einfach ein wenig zu arg mit dem automatischen Duft. So, weiterschauen. Ja, ich warte lieber, weil ich möchte nicht, dass du mir die Karte jetzt unter Preis zahlst. Ah. Pickli. 22, dankeschön. So. ...456. Vielleicht die Würfel auch mal freischalten. Wir gucken mal ganz kurz, was wir da... Wo sind die Würfel? Die Würfel, die Würfel. Ne, da unten sind sie nicht. Zubehör. Hier sind die Würfel, ne? 50. 50 Euro. Wir könnten dann tatsächlich vielleicht... Boah, 171... Da sind 16 Stück drin, Einzelpreis 10,71. Boah. Okay, warte mal, dann nehmen wir noch ein Boosterpack mit. Und hier vielleicht noch zwei.
Jetzt sind wir bei 3,64, dann kaufen wir das jetzt mal. Entschuldigung. So, Halterung wäre trotzdem immer noch gut, ne? 3,35, 1, 2, 3. So, bitteschön. Was habe ich hier? Die Packungen. Dann haben wir hier die Würfel. Die Würfel. Und ein Stinker schon wieder. Das nimmt echt überhand, ne? Na, weg damit. Nächste Dose nehmen. Jawohl. Dass wir wieder eine neue da haben. Licht anmachen. Man muss halt trotzdem bedenken, dass auch wenn ich jetzt dann vergrößere, ich muss ja dann auch mehr zahlen, ne? Ist halt das Problem. Da draußen kommt nochmal einer. Das kann ja nicht sein, ey. Das ist echt... Jetzt wird es aber extrem hier. Mit so vielen. So, wie könnte ich denn das aufteilen? Hier haben wir die Karten. Dann darüber sind die Schutzpackungen. Und da sind die Dosen. Schutzpackungen habe ich jetzt gar keine gekauft, ne? Ja, dann müsste ich die im Grunde erst mal abverkaufen. Die Packungen, dann könnte ich die Würfel da rein tun. 1,79. Okay, und wir brauchen mindestens 140, glaube ich, am nächsten Tag. Warte mal, den stellen wir da an die Tür. So. Jawohl, die Schutzpackungen, genau die ich jetzt langsam nicht mehr habe, ne? Teuer, kann man nicht entscheiden. Da kann ich dir aber auch nicht helfen. Irgendwer nimmt schon, ne? Man muss nur geduldig sein. Später, wenn wir genug Geld haben, dann ist es egal. Dann kann ich auch Marktpreis verlangen. Aber jetzt halt versuchen wir natürlich, jeden Cent irgendwie reinzuholen. Na, vielleicht kauft da ja noch einer von den Packungen. Kann man vorherige Seite... Achso, 10 Seiten springen mit E. Okay, da muss ich dann mal gucken. Alles 1,1,1. Hier, das da. Ah ja, gut. Genau das, was ich wollte. 2. Oder hast du vorher schon rausgenommen? Nee, das passt. Dann kann ich dich rausnehmen, da reinstellen. Dann tun wir mal... aufmachen. Die Würfel rein. So, was können wir denn da? Marktpreis plus 10%. 15,99. Ja, das passt schon. Ich denke, das ist gut. Ein paar Piggies sind wenigstens weg. So, machen wir mal die nächste Packung auf. Einmal irgendeine Karte, die wirklich richtig viel Geld bringt. Also ich meine, wir haben ja eine Karte, die richtig viel Geld bringt, aber ich habe sie ja nicht doppelt, ist das Problem. So, immer schön weiter aufmachen, ne? Lauter Cent-Karten, ne? Das ist echt schlimm. So. Low Idee.
32, 30. Bin ich da vom Marktpreis her okay? 2,22, ich glaube schon. Ich glaube, der Marktpreis passt schon. Ansonsten würden ja mehr Leute mehr gerne. Jawohl, nochmal ein 20er. Dann haben wir auf jeden Fall das Geld für die Rechnung morgen früh. Und dann können wir auch wieder diese Packs kaufen, ja, die Schutzhüllen. Also zwei Regalböden pro Produkt würde ich schon immer gerne machen. Die Regale kosten halt gerade 67, also 15. So, jetzt müsst bloß noch ihr zwei euch einig werden. Greif zu, nimm gleich zwei. Wunderbar, gut. Und dann einmal Tag beenden. 52 Gesamtbesuche. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Ausbau. Ideal. So, einmal aufmachen. Dann einmal Rechnungen zahlen. 140, 150, 152. Und dann Bestellung, und zwar diese Schutzhüllen. Nehmen wir gleich 4, würde ich sagen. Dann lohnt sich das auch. Also da wäre es schön, wenn es irgendwie so eine Lieferpalette geben würde, wo dann die Sachen draufkommen. Da ist anscheinend noch was drin, ne? So. Dann stellen wir das mal. Wir lassen das einfach dastehen, ist egal. Ups, Schild im Weg. Mal gucken, wie der Tag jetzt läuft. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen guten Vorrat. So, Servusler. Ah, endlich der Würfel. So, 44, 48. 2. So, keine Reklamationen, ne, wenn die Dose sich leer anfühlt. 1,82. So, die Booster Packs hier oder die Basic Packs sind alle. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen was im Vorrat. Das ist schon mal ganz gut. So. Entschuldigung, ich muss schnell die Packung öffnen. War da jetzt eine Toilette dabei? Ja doch, ne? Die vorne, diese Flammendingsbums. Aber was heißt teuer? Eigentlich nicht. Es steht. Oh. Vielleicht nehme ich doch die 500 in die Hand für den Duftdingsi. 16. So, Würfel. Schade, dass da nur 8 Würfel reingehen. Ne? Also Dosen wäre dann das nächste, was ich bestellen sollte. Und Piggies. Da können wir doch gleich einmal in den Warenkorb schmeißen, ne? Figur, einmal die Piggies. Und Dosen. Oh, jetzt habe ich die Lizenz gekauft. Ich bin doof. Oh, verdammt. Mist.
Ich wollte doch die Lizenz jetzt. Seltenes-Karten, ja. Ich wollte doch die Lizenz jetzt gar nicht freischalten. Ich meine, klar, im Endeffekt ist es schon gut, dann immer gleich so ein Doppelpack zu bestellen. Ah, verdammt. Das wollte ich nicht. Warte mal, tun wir den Piggy jetzt halt darüber. Dann tun wir einfach mal die Würfel jetzt da oben drauf, aber die kommen natürlich auch wieder weg. Ich will bloß den Karton da weg haben. So, die Schutzhüllen. Regalabschnitt ist voll. Da ist noch was drin. So, 57. $15,99. So, den Part heute machen wir auf jeden Fall etwas länger, weil ich möchte nämlich hier vorankommen und ich hab nämlich so das Gefühl, dass ich so richtig stecken bleibe hier in dem Spiel, weil einfach kein Geldfluss da ist. Gleich wieder weg, gleich wieder eine neue, ne? So, schauen, Preis. Nee. Der hier vielleicht. Mach zu. Den haben wir ja erst eingestellt. Können wir lassen. Dann ihn hier. Den Flammo. Den haben wir sogar nochmal. Kleinvieh macht auch Mist. So, dann ihn hier. Passt. Jawohl. Und Hauptsache, es sind immer viele Spieler da. Ich überlege auf jeden Fall, ob ich nicht nochmal einen Tisch kaufe. Ne? Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ne? Ab und zu steht mal da, viel zu teuer und manchmal eben nicht. Vielleicht wird es eher gekauft, wenn ich jetzt darauf 15 gehe, dass ich immer schaue, okay, Marktpreis 2x10 und dann abrunden einfach. Also da hat es ja gepasst mit den 22. Die Packs werden eigentlich ganz gut gekauft. Einmal 16, 50, 19. 19, 96. Ja, das passt schon mit 19. Würfel sind genommen. Okay, dann machen wir mal hier wieder ein Päckchen auf. Ui, 101 und da kommt eine Stinkerin. Beeil dich. So, und da habe ich jetzt nicht gesehen, was du gesagt hast. Aber es könnte sein, dass es zu teuer war. Irgendwas. Achso. Ich bin weggegangen. So, 48, 18. Er schüttelt auch mit dem Kopf. Aber sagt nichts. Also es ist cool, es sind auf jeden Fall alle vier Tische immer wieder besetzt. Ne? Also ich sollte vielleicht wirklich nochmal den Tisch mit hinstellen. Weil wenn die immer besetzt sind, fließt auch immer das Geld. Also da mache ich wirklich mit am meisten. Ne? Okay, schauen wir hier nochmal. 1, 1, 1, da haben wir noch einen Zweier. Den Flammo.
Was ist da vorne eigentlich noch? Das passt noch, ne? Ja, Sprays brauche ich. Mal Licht. Auch wenn es erst 5 ist. 5. 1,89. Machen wir mal so. Passt schon. Einen. So, die Packs brauchen wir. Na komm. Dann kommen die Würfel da unten rein wieder. Wunderbar. Dann können wir die Piggies, die Packs, können wir ein paar Sachen nachbestellen. 18. Schauen wir noch mal rein. Was hatte ich im Warenkorb? Wir haben die Plüschtiere. Wir brauchen, was habe ich gesagt? Die Würfel, die Packs. Nee, nicht den freischalten hier. Die Packs, die Würfel. Konnte die 16, 179. Dann sind wir bei 350. Ja, komm. Dann machen wir das. 2. Also von den Hüllen habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gekauft. Und ich habe schon wieder einen Stinker hier rumlaufen. Das Schlimme ist halt, dass die, dass Kunden dann eben nicht reinkommen. Damit verlierst du natürlich dann auch wieder einen Umsatz. Wunderbar. Passend gezahlt. So mag ich das. Ach ja, die Plüschis. Ach, zurück. Ist leer, jawohl. Jawohl, passt doch. Passt doch, passt doch. Es wird auch nicht mehr lang dauern und wir können dann auf jeden Fall jemanden einstellen, der die Kasse macht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut mit der Zahlung. Sind immerhin 50 Euro pro Tag. Gut, 5 zurück. So, an der Stelle musste ich leider schneiden und sorry dafür, aber ich hatte extreme Probleme plötzlich wieder mit der Grafik und dann hat im Grunde gar nichts mehr gepasst und die letzten 10 Minuten vom Part hat es dann auch noch den Ton verschoben und ich habe das nicht operieren können und von daher habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich zum einen Spray in die Hand nehme, bitte, um den Stinker hier wegzusprühen. Geh weg. sitzt da noch einer? Nein. Gut. Habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt einfach die 10 Minuten nochmal nachträglich aufnehme. Ich bin zwar ein bisschen weiter, also ich habe mit euch da noch einen Tisch normalerweise gekauft. Ach, du willst Rückgeld auch noch? Meine Güte. Jetzt hättest du Trinkgeld gehen lassen können, oder? Ja, machen wir halt jetzt halt einfach mal das da noch. Und schauen wir mal, wie weit wir jetzt halt noch kommen, weil, wie gesagt, ich habe 10 Minuten ungefähr, habe ich länger gemacht, den Part. Das habe ich, glaube ich, auch ungefähr an der Stelle dann gesagt, dass ich den Part heute mal ein wenig länger mache. Weil ich einfach vorankommen will und dann, tja, schon sind wir auf hier auf Tag 19, weil ich habe natürlich den Fehler, habe ich erst festgestellt, als ich dann am
am Part brennen war, ich kaufe mir den Sprüher, den automatischen. Ich nutze jetzt das Geld und kaufe dieses Ding. Das regt mich so auf, weil das sind immer mehr, die da kommen. So, gehen wir mal hier rein. Mein Do-It-Yourself, der müsste eigentlich schon frei sein, ne? Hier für 500. Gib mir dieses Ding. So, irgendwas war da gestanden, aber ich habe es wieder nicht gelesen. Sowieso. Automatischer Duft, da steht da. Sprüht automatisch, wenn ein schlechter Geruch erkannt wird. Hält bis zu 2 Reiniger. Ach so, 2 Reiniger muss ich da rein. Ah, schnubbeldibub. Dann machen wir doch das. So, her mit der Knete. 10, 5, 1, 2, 3, 4. So, und irgendwie eine teure Karte oder so habe ich jetzt nicht entdeckt. Also ich habe zwar noch ein paar Päckchen aufgemacht, aber das war alles noch... Ah. Oh, ah. Stelle ich den hin? Was ist da? Was wird da oben angezeigt? Ich sehe es nicht. Ist es jetzt für den Eingangsbereich oder für was ist das? Nimm einfach mal hier raus. Okay. So, dann haben wir den Reiniger halt auch gleich gekauft, ne? Off, wieso off? Ich will dich on, danke. Und wenn einer reinkommt, dann kriegt er sofort den Strahl ins Gesicht, ne? So mag ich das. So, her mit der Karte. Einmal 40. Dann haben wir hier einmal 0. Oh, hallo. Auch mal wieder da. So. 30. Ja, ich bin mal gespannt, ob das hier okay ist, wie das da steht. Weil das, mich hat das jetzt halt nur ein bisschen gewundert. Weil ich den jetzt halt irgendwie nicht platzieren konnte. Kann ich den jetzt nehmen oder nicht? Bewegen mit Q. Ach so, weil ich da irgendwie doof stehe oder was? Ach so, weil das die Tür ist, ne? Weil das der Eingang ist. Okay. Keine Ahnung, wo kommt denn das Spray hier raus? Ich will das jetzt sehen. Ein Stinker soll kommen. Jawohl, dankeschön. Das hat aber nicht viel gebracht. Hallo? Ja, okay. Also mit einem kommt man anscheinend nicht weit. Ich muss mal gucken, wie das arbeitet, das Teil. 0. Vielleicht hier so am Eingang, schon am Eingang stehen lassen, aber vielleicht eher hier. Kann ich dich so ein bisschen drehen? Gucken wir halt mal. Oder näher in die Tür kann ich es wahrscheinlich nicht stellen, ne? Schauen wir mal. Nee, in die Tür kann ich es nicht stellen. Vor die Tür kann ich es auch nicht stellen. Das kann ich nur da hinstellen. Naja, gut. Dann lasse ich es schräg da. Ich kann mich nicht entscheiden, ne? Dann lasse ich es hier schräg stehen. Dann kriegen sie einmal eine Ladung ins Gesicht, wenn sie hier reinkommen. Und dann hier hinten auch nochmal eine. Notfalls stelle ich halt dann noch einen zweiten hin, das ist doch egal. Vor allem im Verlauf kommen dann eh noch die anderen, die freigeschalten werden. Wo seid ihr? So, hier die 500. Das bin ich mal gespannt. Die würde ich mir gerne als nächstes kaufen, weil ich wissen will, was das ist. Hier, Shop-Level 18 erforderlich. Automatischer Duft. Ich kann jetzt halt bloß nicht lesen. Checkout-Schalter, das ist auch interessant. So. Wartest du schon lang? So, was haben wir hier? 30. Ich bin ja mal gespannt. Also ich denke mal auch, dass ich die Dosen... Ich weiß nicht, werden die dann einfach ausgespuckt oder... Naja, wir werden es sehen, ne? Servusle. Oh, da unten ist nichts mehr drinse. So, ich hoffe, dass diesmal die Aufnahme passt. Ich habe, glaube ich, viermal habe ich den Part im Grunde nachgeschnitten, nachgearbeitet, nochmal gebrannt
also viermal und es hat einfach nicht hingehauen. Dann dachte ich mir, ach, pfeif drauf, dann mache ich jetzt lieber eine neue Aufnahme. Also hänge ich das quasi noch mit dran. Und dann ist es wenigstens schön. Schön, schön. Was willst du? Das da? Ich hoffe bloß nicht, dass ich heute unterbrochen werde. 15? Bitteschön. Ja, ja, ja. Zeig mir, was du kannst. Ja, aber der stinkt doch immer noch. Was ist denn das? Da muss ich ja trotzdem noch das Spray in die Hand nehmen und dem ins Gesicht. Das ist doch dann nix, oder? Nochmal 500 für so einen Sprayer? Ich weiß nicht. Da müsste ich umstellen. Eigentlich würde ich mir lieber das Geld... Soll ich den Leuten hinterherlaufen mit dem Teil, oder? Das ist ja komisch. So, einen, mach's gut. Achso, ja, wollte ich auch noch einkaufen, Moment. Weil da habe ich nämlich keine mehr. Ja, also die Packungen, ne, da wurde auch nochmal in dem Kommentar geschrieben, die Packungen kosten ja das Gleiche. Also ob ich jetzt hier eine Einzelpackung kaufe oder hier eine Doppelpackung, ist total Rille. Vom Preis her allerdings, muss ich sagen, macht es halt vom Versand was aus. Es ist vielleicht nur der ein oder andere Euro, was es ausmacht. Aber ich kann halt dann wesentlich mehr bestellen und spare mir dadurch vielleicht auch das ein oder andere an Versandkosten. Also das sollte man auch immer bedenken. Jetzt am Anfang spielt es noch keine große Rolle. Ja, da ist es noch ein bisschen wurscht. Aber später ist es dann auf jeden Fall. Ja, ich tue jetzt mal hier zwei Stück rein. So, wir haben jetzt hier 5 Euro. Jetzt, wenn ich noch eine dritte bestelle, dann habe ich im Grunde 6 Packungen mit 6 Euro Lieferngebühr. Wenn ich jetzt halt das Ganze einzeln kaufe, also 6 Packungen einzeln kaufe, wo immer dann nur 32 drin sind, dann hätte ich quasi 6 Packungen und hätte 12 Euro. Also und das macht dann in dem Fall schon einen Unterschied, ob ich das so kaufe oder so kaufe. Ne, die Packungen selber, die sind wurscht. Die sind, ist der Preis der gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. So, wäre aber interessant, ne, wenn man sagt, okay, wenn man Großpackung... Ja, Sapralot, ich brauche da echt einen zweiten. Also der hat sich jetzt nicht wirklich rentiert. Ne? Wenn ich den dann immer wieder nachschieben muss, dann ist das irgendwie doof. So, jetzt habe ich die Karten gekauft, obwohl ich doch eigentlich... Oh, verdammt. Ja, bin ich schon wieder so verwirrt. Warte mal, stell die da vorne mit drauf, weil da gehören sie nämlich hin. Aber ist ja egal, wir wollen ja eh noch einiges an Päckchen aufmachen, so im Laufe der Zeit. Da werde ich mal den ganzen Karton wahrscheinlich aufmachen. Würfel haben wir noch. Piggies haben wir noch ein paar. Dann muss ich jetzt leider noch mal rein. Weil die da wollte ich nämlich kaufen. So. Und ich werde die auch bei Gelegenheit dann freischalten, dass die Doppelpackungen da sind. Also, wie gesagt, unterschätzt nicht die Versandkosten. Also, es sind ja kleine Beträge. Im Grunde könnte man sagen, naja, pfeif doch drauf. Das mache ich sehr gerne, ne? Dass ich immer sage, pfeif doch drauf. Aber wenn der Laden ja größer wird und man mehr Regale hat, muss man auch mehr Sachen bestellen. Und in dem Moment ist es dann schon relevant. Ich könnte mal gucken, so rein Interesse halber. Wir machen jetzt einfach mal hier, also bestellen tue ich es jetzt nicht, ne? Wir gucken uns jetzt einfach mal die Versandkosten an. Wir haben jetzt hier 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also die gehen immer um 2 Euro nach oben. Und wie gesagt, ich hätte jetzt dann nicht, also wenn ich die einzeln kaufen würde, hätte ich dann nicht 12 Packungen, sondern ich hätte 24. So, kann ich überhaupt 24 bestellen? Und schon haben wir 48 Euro Versandkosten. Also das ist schon erheblich, ne? Mach das weg. Mach das weg. Mach das weg. Ne, dass ich es kaufe. Oh, hallo. Hab dich gar nicht mitgekriegt. Dankeschön. 2,50. Bitte schön, die Dame. Schönen Tag noch. So, ich blätter mal hier nochmal ganz kurz. Der Preis
So, die ist jetzt aktuell 1649 wert. Die war schon oben auf 1850 oder so. Also da ändern sich halt auch ständig die Preise. Manche verkaufen die Karten. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen, wo es auch heißt, nee, die wird nicht verkauft. Es wird nur das verkauft, was tatsächlich doppelt ist. Also jetzt sowas wie die hier, da habe ich zwei Stück, dann kann ich die auch verkaufen. Ne? Wenn ich jetzt mal weiter hintergehe, das sind ja dann schon Karten, die ich teilweise 20, 21 Mal habe, 23 Mal, 31 Mal. Also das sind die Cent-Karten und die werde ich dann später erst verkaufen, wenn ich dann, Hallöchen, wenn ich dann später an der Kasse jemanden stehen habe, dass ich hier nicht die Cent-Beträge eingeben muss. Ist bei Kartenzahlung total Rille, aber hier die Cents rausgeben, das ist natürlich auf irgendwas anderes, ne? So, der Herr 57 kriegt er zurück. Bitteschön, auf Wiederschauen. Und es macht richtig Spaß, denen hier zuzuschauen, wie die katteln und so weiter. Und ich freue mich schon so dermaßen auf die nächsten Kartenpackages, die wir ja auch schon freischalten können. Aber ich würde jetzt erst einmal noch da bleiben. Erstmal den Laden aufbauen. Ne? Also, dass wir hier mal erweitern für 500 zum Beispiel. Machen wir doch, machen wir am nächsten Tag, weil wir müssen ja hier die Rechnung auch noch zahlen. Wir müssen ja die Rechnungen auch noch zahlen. Bleib weg. Achso, naja, gut, der kommt ja eh nicht mehr rein um 9. Yay, 20. Warum schüttelst du den Kopf? Wegen was? Da ist doch gar keine Karre. So. Zack, her damit. 5 Euro. Mein Gott, es ist ja auch klar, dass ich das Ding nicht rausstellen kann. Wenn ich das draußen hinstelle und da wandert jemand die ganze Zeit hin und her, verballere ich ja eigentlich nur Spray, ne? Aber ich überlege, ob ich das nicht ein bisschen weiter hier hinterstelle. So zum Beispiel. Weil es würde ja gehen. Und was war jetzt? Achso, ich habe es off gemacht. Ja, passt schon. Kannst ja auch off lassen. Und es dann hier hinstellen. Vielleicht so rum. Und dann nochmal einen zweiten. Am liebsten würde ich ja links und rechts von der Tür einen hinstellen, dass die Leute gleich von beiden Seiten bombardiert werden. Na gut, machen wir mal noch den Tagesabschluss und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Mal ein wenig schneller hier. Ja, gut. 50 Leute. Ups, warum schaust du nach oben? Gut, klasse. Dann geht es natürlich morgen weiter. Wir haben Ladenebene 12. Ich denke mal, dass ich die Ladenebene 13 noch erreichen werde, möchte sowieso. Und wir machen dann natürlich morgen weiter. Und schreibt mir gerne mal rein, ob ihr das Ganze als Livestream sehen wollt. Also ganz normal, öffentlicher Livestream, ne? Mal um 19 Uhr für 2 Stunden. Schreibt mir das einfach gerne mal rein in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber den Part für morgen werde ich auf jeden Fall noch produzieren. Alles klar, dann war's das. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.